Bleached. Ich hatte ja bei der letzten Runde, die ich gezockt habe, bin ich auf. Habe es geschafft, Level 3 zu erreichen. Mal gucken, wie weit es jetzt geht. Einfach mal ein bisschen zocken, abschalten. Ach, Kapitel 3 ist es übrigens, nicht Level 3. Ja, Vorteil an dem Game ist halt, es ist halt ein Arcade-Shooter. Und man kann einfach mal ein bisschen zocken, wenn man Bock hat. Finde ich schon ganz nice. Zack. Jawohl. Wir haben ein bisschen den Slayer gespielt hier. So, wir wandeln um, weil die Waffe, die ich habe, die gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Hier die Fliegen sind oder die ganzen Insekten, die da irgendwie rumhantieren, sind auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. So, was haben wir denn hier? Oh, kleiner Blutstein. Wir sind jetzt schon bei 190. Das ist natürlich nice. Bin ich ja mal gespannt, ob wir Kapitel 3 auch mal erreichen. So, sehr gut. Gab eben sogar noch einen kleinen Bluttropf, den wir eingesammelt haben. So, weiter. Jawohl. Und wieder die drei guten Fragezeichen, um irgendeinen Bonus abzugreifen. Ja, Granaten, sehr geil. Granaten sind immer gut. Granaten oder Bomben. Je nachdem, wie ich sie nenne. Ah, das hätten wir sparen können. Ja, kleine Nahkampfattacke. Manchmal nicht schaden. So. Ihr seht ja, die Insekten sind ziemlich schnell, ne? Ich weiß gar nicht, ob das eine Art Wespen sind oder wie auch immer. Aber wir haben 54 von 190. Energietechnisch ist das schon gar nicht schlecht. Und können jetzt in Kapitel 2 weitermachen. Das ging aber fix. Jo. Ja. Ja, die Insekten darf man nicht unterschätzen, ey. Aber es ist... Ah. Sind hier irgendwie alle eingefroren eben. Ja, zack. Hoch da. Jo. Manchmal sind die Nahkampfwaffen auch gar nicht schlecht, um mal ein schnelles Ergebnis zu erzielen. Kommt der Gegner nicht immer gleich dazu zu schießen. So, 127 zu 190 habe ich gerade gesehen. Also von der Energie her. So, mal gucken wir mal. Jo, danke Jesse. Ich bin auch gerade wieder am Zocken oder am Stream. Ne? Bin also gerade eben wieder angeschmissen. So, kann weitergehen. Alter, scheiß Käfer, ey, die gehen mir immer auf den Sack. So, komm. Alter. Das hat aber geknallt. So, erhalte 250 goldene Tinte. Tinte verschwindet nicht mehr. Elite-Gegner lassen zweimal goldene Tinte fallen. Ah, nehmen wir mal das. Ah, ich schlumpf. So. Mal gucken, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Ah, Mann. Immer diese Konzentrationsfehler, ey. Das sind alles Dinge, die kann man vermeiden. So. Alles klar, jetzt noch ein hoch. Und wieder ein Konzentrationsfehler, naja. Egal, erste Runde, können wir das verzeihen. Vielleicht sammeln wir auch ein paar Blutplättchen ein oder Blutkugeln oder wie auch immer, wie man die nennen mag. Und dann müsste man das Ganze eigentlich überleben. 84 zu 171, ich habe einfach zu viel verloren, ne? Ah. Heftig, heftig. Naja, selber schuld. Einmal spielen. Ja, wie gesagt, erste Runde ist immer sehr unkonzentriert. Muss ich jetzt mal wieder dran gewöhnen, dass auf dem Bildschirm unheimlich viel rumfliegt. So. Ja, wie gesagt, die Insekten hier sind ziemlich fix, ziemlich schnell unterwegs. Auch sowas, ne? Das kann ich mir sparen. Ich muss mir da nicht...
von dem Vogel eine Kugel im Kopf schießen lassen. Granatwerfer. Naja, die wandeln wir lieber um. Ich finde die Waffe, die ich jetzt habe, eigentlich sehr nice, weil die halt auch sehr fix ist. Okay, es gibt bestimmt später noch welche, die sind so ein bisschen durchschlagskräftiger. Ja, komm her hier. Jawohl. Das fetzt. Ah, jetzt habe ich eine Combo, aber keine Gegner hier. Na, schon wieder vorbei. Ey, wieder kein Blutplättchen, was ich einsammeln konnte. Ey, das ist doch ärgerlich. Obwohl, ich habe 173 zu 180. Naja, okay, neue Runde. Das kann ich mir noch verzeihen. So, Granaten. Auf jeden Fall sehr geil, sehr nice. Braucht man in dem Game auf jeden Fall. So, ballern wir mal ein bisschen rum hier. Ah, ich sag's ja mal wieder, diese... Also, die Insekten, die Spinnen und diese fliegenden, komischen Skelette, die gehen mir echt auf den Pinsel, muss ich sagen. So, was ist das denn hier? Ja, nehmen wir mal. Obwohl, die Waffe gefällt mir wieder nicht so richtig. Ein Schuss, ein Treffer, okay, ist in Ordnung. Aber, ja, das ist, ich brauche eine, die ein bisschen mehr Power hat und die ein bisschen mehr Dampf hat, schneller ist und je nachdem. So, Kapitel 2 kommt jetzt auf jeden Fall. So, wenn wir uns ein bisschen mehr konzentrieren könnten, dann würden wir auch Kapitel 3 locker schaffen, weil es ist halt, egal. Wir spielen das Spiel jetzt mal so lange, bis das irgendwann mal hinbekommt. So, ein bisschen besser werden. Oh. Ey. Ich weiß auch nicht, ey, ob das an dem Arbeitstag lag oder so, aber Konzentration ist überhaupt nicht an Freund. So, schenkt mir doch mal eine kleine Blutkugel. Erhöht das Leben um 10. Ja, klar, sehr geil. Immer her damit. Ich brauche eine andere Waffe, die gefällt mir hier nicht. Okay. Ja, das ist keine Waffe für mich irgendwie. Aber ich brauche ein bisschen was, was schneller schießt und ein bisschen mehr Dampf hat. Zack. Ja, da sagt man doch heutzutage, es gibt keine Arcade-Games mehr. Ist bei dem Game aber auf jeden Fall ganz, ganz anders. Ey, aufpassen. So, was haben wir denn hier? Gehen wir mal. No. Ah, alles klar, hier sind wir sogar richtig. So, hier geht's weiter. Yo. Das Geile ist natürlich, wenn er ein Schild hat, oh, Alter, hörst mal auf mich zu beißen? Ey, gleich hol ich Unkrautvernichter hier. Mann. Ja, was wollte ich sagen? Genau, wenn die ein Schild haben, dann brauchst du eigentlich gar nicht schießen. Das kannst du vergessen, weil kannst du am... Ah, Bosskampf Tarantula. Ja, wäre es besser, du würdest schön fett mit der Nahkampfwaffe rangehen. Oh. Oh. Alter, da bin ich vorhin schon mal gestorben, ey. Das ist ja... So. Ihr habt ja gesehen, ich sammle hier ordentlich... Also ich habe 3 fette Blutkugeln eingesammelt. Aber ich habe kaum was bekommen, ey. Irgendwie an Zusatzenergie. 57 zu 190, ey. Das... Kapitel 3 können wir uns eigentlich schon wieder abschminken. Aber wir brauchen auch eine andere Waffe, ey. Das ist hier nichts. Das ist Mist. Ah, oh, und dann diese ständigen Fressviecher hier, ey. Ah. So, schön warten, bis die hier runterkommen. Genau. Oh, Alter. Diese
Scheiß Fliegenfresser, ey. So. Zack. Warum kann mir so ein Vieh mit so einer Energieanzeige nicht mal seine Energie überlassen? Wir haben 18 von 190 als Energieanzeige. Wir sind lost. Das kannst du vergessen. Handschuhe. Zack. Jawohl. Ja. So. 1 von 190. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Ich meine, ich kann jetzt ja rübergehen in Kapitel 3. Hab Kapitel 3 geschafft, kann mich freuen. Krieg einen kleinen Treffer und dann war's das schon wieder. Also, unglaublich. Alter, 1 von 190, ey. Das war's, genau, das meinte ich. Egal. So, was haben wir denn? Held verbessern? Ne, wir sammeln noch ein paar Fähigkeitspunkte. Dann kann ich mich die eine Fähigkeit komplett ausbauen. So, jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen mehr zu konzentrieren. Das ist zum Beispiel eine Waffe, die mir gefällt. Das ist die Standardwaffe. Aber die schießt halt fix. So, da springen wir mal hoch, dass wir da nichts abbekommen. So. Also die schießt auf jeden Fall fix. Hat vielleicht nicht den größten Durchschlag, aber ich komme damit am besten klar. Während ich da irgendeine komische Plasmawaffe habe, die gefällt mir dann überhaupt nicht. So. Alter, wie. Oh, Blutkugel, geil. 180 zu 180. Sehr gut. Okay, wenn ich jetzt hier annehme, ist das... Ja, das ist eine Challenge, da habe ich keinen Bock drauf. Geht es wieder nur darum, dass ich Zusatzpunkte bekomme und da muss ich immer irgendwelche Punkte treffen. Ah, da habe ich keinen Bock drauf. So, aber was wir mal machen können, wir können mal nach oben gehen. Ich glaube, da waren wir noch nicht. So, schauen wir mal. Okay, nach rechts. Ja, war meine Intuition auf jeden Fall richtig. So. Ey, diese Insekten, ey, die sehen so klein und harmlos aus, aber die haben so eine hohe Effektivität. Die kommen auf einmal angeflogen und du denkst dir, Alter, was ist hier los? So. Ich will auf jeden Fall mal versuchen, dass mich oben diese Köpfe, sag ich mal, die das Feuer nach unten speien, dass die mich nicht erwischen. Oh. Okay, das war ja auch mal nicht so verkehrt. Jo, sehr gut. Jawohl, das hat auch gut geklappt. Wir sollten öfter mal eine Bombe werfen. Ja, ich habe gerade so eine kleine Differenz mit meinem Sprachgebrauch. Mal sage ich Granate, mal sage ich Bombe. Irgendwie bin ich da mit mir selber noch nicht im Reinen, wie ich das Ganze bezeichne. Aber ich glaube, im Spiel selber heißt es ja Granate. So. Jo, das haben wir doch elegant gelöst. Jetzt noch einer mit der Blutplasmakugel oder wie das Ding heißt, ankommen. Nee, leider nicht. Goldkugeln ja. Aber Blutspende? Nein, danke. Ich verlange ja nicht viel, also. Wäre nur ein bisschen... Ah, jetzt haben wir wieder volle Energie, alles klar. Oh, hier. Auch wieder Blut. Oh, bleib, beruhig dich. Beruhig dich, Junge. Deine Spende. Deine Spenden erhalten immer die Freundschaft, ne? Oh nein, ey. Ich bin ja auch ein Schlumpf, ey. Warum springe ich denn da rein? Jo, und ab nach unten. Super.
Ey, wow, 173 zu 180. Ja, ein bisschen aufpassen. So, und dann geht's gleich zu Kapitel 2. Das ist doch schon mal was. So. Ja, das war auch ganz nice. Scheiß fleischfressende Pflanzen, ey. Schnell weg. Also ich kann mir ja... Wie soll ich sagen? Ich habe ja Kapitel 3 noch gar nicht so intensiv spielen können, weil ich einfach mit zu wenig Energie reingegangen bin. Aber wenn ich sehe... dass hier Kapitel 2, dass ich da in Energie und so verliere. So, Schatzi, schenkt mir eine Blutkugel. Was haben wir denn hier? Jeder Bosskill stellt 3 Rüstungen wieder her. Jeder zweite getötete Gegner wird deine maximalen Lebenspunkte um 2 erhöhen. Ja, das machen wir mal. Ich nehme immer alles, was mit Lebensenergie zu tun hat. Alter Schwede. Mann, bin ich lost, ey. Es ist ja... So. Natürlich nochmal spielen. Ich glaube, ich brauche um den einen Perk, den ich erweitern will, um den zu aktivieren, brauche ich, glaube ich, 4 Punkte. Das heißt, wir müssen noch 2-mal irgendwie weiterspielen und sterben. Und dann kann ich da neue Punkte vergeben. Jo. Wir gehen mal rüber und gehen nicht nach unten. So, was haben wir denn? Rüstung. Rüstung ist mal ganz wichtig. Wobei ich bei der Energie, die ich immer verliere, gar nicht weiß, ob das wirklich so viel bringt, was ich da an Rüstung einsammle. Also ich habe ja jetzt schon mehrere Sachen eingesammelt. Yo. Yo, 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 check the flow. Da können wir nicht mal so eine Art Fliegenfalle hier aufstellen? Das gibt's doch gar nicht, ey. Weiter geht's. Wow. Ja, ich bin da, muss natürlich wieder lachend in die Kreissäge springen, ne? Unglaublich, ey. Oh Mann, ey. Schlechteste Spieler auf diesem Planeten. Ich glaube, die Programmierer lachen sich schon tot über mich. Zack. Ja, super. Nochmal runter hier. Rüber. Ah, das ist eine Blutkugel gewesen. Sehr gut. Zwar nur 4 Energie gebracht, aber egal. Aua. Ah, Mann. Das gibt's auch gar nicht. Was ist denn heute los, ey? Ich glaube, ich sollte beim Spielen mal was trinken oder so. Ey. Der hat nur Punkte sozusagen. Ah, 3 Fragezeichen. Sehr gut. Yo. Zack. Ah, hier geht's gleich weiter. Kapitel 2 fängt jetzt an, super.
So, und dann würde ich sagen, klinken wir uns mal einen Rockstar rein. Ja, keine Werbung an dieser Stelle. Sogar zuckerfrei. Da ist kein Zucker bei. Und jetzt haben wir noch die fleischfressenden Pflanzen. Ey. Ab und zu hat er mal ein paar Ladehemmungen hier. Mensch, ey, ich bin auch hier ein Pflanzenfreund. Ich weiß gar nicht, warum die mich immer beißen. So. Ich muss wahrscheinlich nachher mal googeln, wie ich diesen Trank einsetze. Was haben wir denn hier Schönes? 84 von 180 Energie, ey. Oh Mann, ey. So, schauen wir mal. Okay, hier sind wir gar nicht so verkehrt. Bin jetzt hier rechts rüber. So, gucken wir mal. Jo, hier können wir rein. Mann, 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 ey. Unglaublich. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir genau hier lang und dann höher, ne? Oh, ey, das ist doch... Was ist das schon wieder für ein Abgehobener hier? So. Und man sieht wieder keine Blutkugel. So, er möchte, dass ich jetzt hier reingehe, ja? Okay. Oh, ey. Ey, ich gehe doch gleich schon wieder drauf, wenn ich weiter so spiele. Was ist denn hier los? Mann, Mann, Mann. Jo. Alles klar. Ah, da müssen wir ein bisschen mit Nahkampf ran. Jo, Ausrüstung. Ja, nehmen wir mal. Alles klar, dann müssen wir jetzt... runter. Ah. Und wieder nicht Kapitel 3 geschafft. Egal. Wir haben Zeit. Wir zocken es jetzt so lange, bis wir Kapitel 3 erreicht haben. Man kennt ihn. So, also die Standardwaffe finde ich wirklich immer noch am besten. Ich weiß auch nicht warum. Zack. Was haben wir hier? Ne, wir behalten jetzt die Standardwaffe. Und wenn jetzt was kommt, dann wandeln wir das immer um. Es sei denn, ist jetzt sowas wie hier Schulterrüstung oder so. Oh. Schön die Punkte einsammeln.
Jo. Geil, wir haben eine schöne Blutkugel eingesammelt. Noch eine. Sehr gut. 160 von 180. So, hier müssen wir mal ein bisschen weg. Ja. Wenn da das Timing stimmt, dann hast du echt ein Problem. Dann kommt der Tod. Und wenn der Tod kommt, wissen wir alle, was passiert. Ne? So. Alles klar, prima. Ich glaube, wir nehmen noch mal eine Amphore mit. Wandeln wir um. Hier ist auch noch mal eine Amphore. Jo. Genau, so musst du das machen. Eigentlich. Jo. Jetzt geht's in das Kapitel 2 mit einer. Ja, ich würde sagen, guten Vorlage. Also mit 100, mit voller Energie. Das ist natürlich nice, muss ich sagen. So, was ist denn das? Eine Bratpfanne oder wie? Nahkampfschaden, plus 10. So, nehmen wir das doch. So, ich könnte jetzt zum Beispiel weglaufen. Aber ich hatte irgendwie ein Bedürfnis, dieses Insekt zu bekämpfen. Geil, wie das Insekt eben noch eingefroren war und dann trotzdem versucht hat zu fliegen. Alter, das ist aber ja. Das müsste aber jetzt hier ein Special Combo geben. Ich springe immer lachend in die Kreissäge. Also doof kann man nicht sein. Jo. Mann, ey, das ist ja. Ja, damit habe ich eben gerade gerechnet, ey, zum ersten Mal. Also. Ich vergesse es ja sonst aber ganz oft, dass da irgendwie noch irgendwelche fleischfressende Pflanzen sind. Ich glaube aber, wenn man sich sehr schnell bewegt. So, da wollen wir auch nicht hin. Dann könnte das sogar klappen, dass man dem Ganzen ausweicht. Oder dass man sie halt gleich platt macht. So, ich dachte eben, da wäre irgendwie ein Special. Ja. Okay, 151 zu 181. Also man kann sich ja von den Viechern mal, man kann ja mal einen vom Kopf kriegen, ist überhaupt gar kein Ding, aber was ich eben gemacht habe, dass man da unten in die Stacheln fällt, das ist nicht gesund. Ausrüsten. Gehen wir mal nach unten. So, jetzt gucken wir mal, wo wir überhaupt hin müssen. Ah, wir müssen hier lang. So. Jetzt haben wir hier da die Kaloderma Rennsandalen, die neuen Schuhe. Lauf doch da nicht rein, Sven, ey, Mann. Unglaublich. Ach du Scheiße, der Bosskampf. Obwohl, der geht, der geht. Den hatte ich schon mal. Ah, den kann man schaffen. So ein bisschen ausweichen.
Yo, 122, 180. Umwandeln. Genau, Punkte braucht das Land. So. Weiter. Jetzt kann ich theoretisch nach rechts. Ja. Ah, da geht's schon wieder. Rechts geht's schon wieder weiter, so. Aber ich will die hier noch fertig machen. So, zack. Neuer Rekord, Kapitel 3. Sehr, sehr geil, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass mein Charakter mal wieder auflevelt. Anders ist dann nicht zu schaffen. Aber ich habe 111 zu 180 gerade. Also das ist, naja. Ein Ding für sich so. Gehen wir mal nach unten. Ich weiß gar nicht, was noch später kommt. Ob die Pflanzen vielleicht sogar noch schießen können oder so. Schon wieder ein Bosskampf? Alter. Alter, das werde ich doch nicht überleben, ey. Alter, ich hab's geschafft. Das hätte ich aber nicht gedacht, ey. Ich hab sogar noch 97 zu 180 Energiepunkte. So, deckt die gesamte Karte auf. Nö. Nimm mal lieber die Punkte. Alter, das ist ja jetzt. Das ist ja jetzt noch übler als der Tod, der mal eigentlich kam. Oh. Da eine Blutkugel. Sehr gut. Ah, Gold. So, was haben wir jetzt? Können jetzt da weitermachen? Ja, genau, da waren wir auch noch nicht. Aufpassen. So. Alter, da sind aber üble Viecher jetzt unterwegs. Also Kapitel 2 ist ja schon übel, aber Kapitel 3 ist ja nochmal eine Nummer härter. Okay. Ich hasse die mit dem Schutzschild. So, 84 zu 180. So. Jetzt können wir links rüber. Das war eine Methode, irgendwie die. Ah, scheiße. Hätte ja klappen können. So, was müssen wir denn jetzt machen? Möchte, dass wir nach oben gehen. Könnten wir jetzt rechts lang gehen? Ich glaube ja, rechts ist besser. So, Alter, der hat, läuft aber wieder kleine Muck. Das ist ja, schnell der läuft, er ist ja unglaublich. Der Kaloderma Rennsandalen. Oha, jetzt. Was geht jetzt ab? Okay, jetzt geht's weiter. Das ist ja super. Ach du heilige grüne Neune.
Alter, ich bin gestorben, aber er auch fast. Uiuiui. So, noch einmal spielen. Aua. So. Ja, wenn man die... Ah, super. Energie bekommt. Wenn man da überfallartig rangeht, ist das manchmal gar nicht verkehrt. So, wir müssen auf jeden Fall nach oben, glaube ich. Jo, müssen jetzt hier rüber. Und dann runter. Oh, sogar Energie eingesammelt. Sehr gut. Nee, das ist wieder nur so ein Quest. Das wollen wir nicht. Gehen jetzt hier rüber. So. Okay, wir holen uns jetzt hier die Kiste nochmal. Und dann gehen wir mal nach oben. Okay, den Käfer haben wir auch eben noch gekillt. Ich weiß mal nicht, ob das ein Käfer oder eine Spinne ist. Da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher. So. Jetzt können wir nach unten. Zeigt er ja auch an. Jo, genau unter uns. Den nehmen wir noch mal mit. So, den Helm haben wir auf. Also wir sind jetzt ausgerüstet. So. Jetzt müssen wir rechts rüber, ne? Jo. Ja, das hat doch ganz gut geklappt. Da waren wieder meine Freunde, die Skelette. So, rüber. Ah. Oh, da haben wir nochmal Glück gehabt. Glaube ich, im falschen Moment die Kiste also die Truhe aufgemacht. Weil wenn die Insekten da gerade im Anflug sind. So. Kleine Spende. Ja, das gibt immer eine kleine Freundschaft, glaube ich. Ah. Eine kleine Plasmakugel, Blutkugel wieder bekommen. Ah, mal gucken, ob ich die Pistole feiern kann oder nicht. Okay, 161 zu 180 Energie. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ah, Skelette wieder. Fleischfressende Pflanzen. Also ist alles vertreten hier. Ah, der ist auch übel hier. Obwohl, den haben wir noch ganz gut gemeistert. Blutsonnentau. Ja, die sind eigentlich ganz gut geskriptet, sag ich mal, die Endgegner. Das kann man schaffen. Aber leicht finde ich es trotzdem nicht. Ja, deswegen sage ich auch mal, ich bin kein Pro-Gamer, also... Kann mal ganz schnell passieren, dass ich da irgendwie nicht weiterkomme. So.
Dann wollen wir mal weiter hier. Ja, ich glaube, hier muss ich auch wieder ein bisschen mehr splattern hier. Sonst kommst du hier nicht weiter, also. Nur mit Schießen und Strategie und so. Das hat, glaube ich, nicht geklappt. Ja, aber schon mal gut zu wissen, hier sind Gegner. So, jetzt wo hier kein Zahnrad, keine Kreissäge ist, wo ich reinspringen kann, da geht das ja auch, sag ich mal, aber wenn wieder eine Kreissäge da ist, dann kann man da nicht so rumspringen. Oder sollte man es auf jeden Fall nicht. Oh. Ich weiß schon, warum ich meinen Kanal hier auf ab 18 gestellt habe. Das ist doch ganz schönes Gemetzel. Boah, ich nutze. Nur noch 20 an Energie. Das sieht echt nicht gut aus. So, jetzt können wir geradeaus. Also nicht geradeaus, nach oben. Schade, und wieder nicht geschafft, ey. Mann, Mann, Mann. Okay. Noch einmal. Ich glaube, diesmal gucken wir gleich mal, wo wir lang müssen. Weil ich laufe ja immer sehr intuitiv. Jawohl. So, und jetzt nach unten. Dann folge ich nämlich komplett der Wegbeschreibung nach der Karte. Ich denke mal, sind wir auch um einiges schneller. So, jetzt kann ich nach rechts. Oh, ich habe doch gesagt, ich will da nicht mehr drauf reinfallen. So, die ganzen Insekten müssen wir auf jeden Fall bekämpfen. Wobei ich immer noch mal erwähnen möchte, Spinnen sind keine Insekten. Insekten haben 6 Beine, Spinnen haben 8 Beine. Ja, sonst wären ja Spinnen Insekten, aber sind sie ja nicht. Nochmal kleine Klugscheißerei am Rande. Oh, Blutkugel. Schon mal nicht schlecht. So. Jetzt bin ich da, aber er möchte, dass ich ganz nach unten gehe. Genau. Ah, hier geht's schon ins Kapitel 2. Sehr gut. ...170 zu 180 an Energie. Ja, ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Gold, wir haben 44, jetzt 50. Oh,
Oh, das war auch wieder ein Gemetzel hier. Nee, wollen wir auch auf jeden Fall nicht verwenden. So. Aber das war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, dass wir erst nach unten gegangen sind und dann nach oben gehen. Eventuell. Dann können wir hier nämlich die Ausrüstung nochmal einsammeln. Genau, jetzt gehen wir mal nach links. So, Rüstung. Ich hoffe, dass die Rüstung mir auch wirklich ein bisschen was bringt. Ich habe manchmal nämlich nicht das Gefühl. So, jetzt warten wir mal 1, 2, 3, 4 Sekunden, müssen die Schüsse weg sein. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, ich rüste zwar meinen Charakter auf, aber ja, bringt tut das anscheinend nichts. Ne, jetzt haben wir schon wieder die Handschuhe, auch wieder ein neuer Ausrüstungsgegenstand. Eigentlich wäre schon eine Combo gewesen. Ein bisschen schneller agieren müssen. So. Okay, er will ja auch, dass ich hier oben lang gehe, also das passt schon. Das war nicht so gut. Okay, wir haben 193. Wird verwendet. Ne, haben wir jetzt gekauft. Super. Ja, wir haben es geschafft. Kapitel 2 und jetzt kommt Kapitel 3. Also wir werden schon immer besser. Das heißt, Kapitel 3 erreichen wir schon öfter. Aber, wo ich so ein bisschen Probleme habe, ist halt mit der Energie. Wenn ich dann in Level 3 mal ankomme. Da habe ich echt so meine Schwierigkeiten. Also er vereist die Gegner. Die ganze Landschaft wird hier irgendwie wie so eine Eislandschaft. Sieht aber auch nice aus, vom Effekt her. Ein bisschen Sin City mäßig. Au. Das hätte nicht sein müssen. Jetzt haben wir noch 31. Okay, das ist... Ja, nee, da wollen wir nicht machen. Das ist wieder so ein komisches Quest. Oh, Bosskampf, ey. Und das mit 31. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Schade, aber ich muss sagen, wir werden wirklich immer besser. So, wir probieren es nochmal. Also solange mir das Spiel noch Spaß macht, auch wenn wir mal nicht weit kommen, geht's ja. Vielleicht doch nochmal ein bisschen konzentrierter mit ein bisschen Bedacht. So, Ausrüstungsgegenstände wie Helm oder so nehme ich natürlich gerne. Das ist ja klar. Bei den Waffen bin ich mir manchmal nicht so sicher. Weil nicht jede Waffe liegt ein.
So. Die haben wir auch ganz gut bekämpft. Jetzt können wir hier weiter. Ja, diese Überraschungsmomente, die sind manchmal ganz gut, weil wahrscheinlich die einzige Art, damit vernünftig umzugehen. Und die Gegner so zu überraschen, dass man nicht so viel Verluste hat. So. Kleiner Blutstein. Ausrüsten. Und so hat die Waffe mal eine kleine Ladehemmung. Ich glaube nicht, dass der nachladen muss, oder? So. Nochmal da lang. Das war ein netter Überraschungseffekt. So von oben runterfallen lassen. 166 zu 190. Ja, das geht alles besser, ne? Keine Frage. So. Wem haben wir denn jetzt noch im Visier hier? Jo. Kleine Spende fortsetzen. Prima, Kapitel 1. Und jetzt sind wir im Kapitel 2. Da das ja immer so besondere Umstände sind, wenn ich jetzt, sag ich mal, den Level so beende hier, oder dass sich so weiß färbt. Das, ich glaube, wir nehmen mal das hier. Impulswaffe. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass ich hinterher noch einen größeren Bonus bekomme. Oh ja, sehr gut. Die Waffe fetzt. Ja, wie gesagt, ein Schild braucht er gar nicht versuchen. Am besten, man macht es so, dass man mit der Nahkampfwaffe rangeht. Ja. Da hat man mehr Möglichkeiten. Ah, schade. Ja, das ist wieder das Quest. Das brauchen wir nicht. So, hier mal bessere Schuhe. Den haben wir auch ganz gut erledigt. So, die haben wir. Zwei Fliegen mit einer Klappe, würde ich sagen. Umwandeln, so. Wow. Das richtig sehe, sind wir echt in Kapitel 3 gelandet und wir haben jetzt eine Energie von 50, glaube ich, zu 190. Gucken, wie weit wir jetzt kommen. Ja, wenn wir jetzt ein paar Blutkugeln aufsammeln würden. Wenn wir welche bekommen, also es sah jetzt hier nicht so aus. Jetzt sind wir schon nur noch bei 38. Oh Mist, ey. Das wird jetzt wieder schwierig. Aber nur noch 26. Ah, alles klar, wir haben jetzt... Ja gut, okay, das haben wir ja ganz gut gemeistert, aber... Energie ist natürlich schrecklich. Ich wünschte mir, dass jetzt mal irgendwie so ein paar Blutkugeln kommen für meine Energie. So, ausrüsten. Gehen wir mal nach unten.
Ach du heiliger, verseuchter Bienenstock. Ah, schade. Ja. Okay, wir gehen jetzt mal auf Feld verbessern und dann sehe ich ja mal. Genau, das ist die Option, die ich freischalten wollte auf Maximum. Jo, jetzt haben wir noch 2 Punkte. Sehr gut. Ja, super. Dann machen wir mal weiter. So, wenn wir jetzt geschafft haben, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 sind wir drin, werden aber im Kapitel 3 mal besser. Das heißt, wir müssten es irgendwann schaffen, Kapitel 4 mal reinzukommen. Schauen wir mal. Hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab. Ein bisschen Glück. Und natürlich auch, ja, ob das Aufrüsten vom Charakter wirklich was bringt. Das war mal eine coole Kombo. So. Ja, das ist doch, genau. Das ist wieder dieser Zusatzquest, den ich nicht machen möchte. Vielleicht machen wir den irgendwann mal, aber ich will erstmal in weitere Kapitel reinkommen. Okay. Hier wird umgewandelt. Ich weiß immer nicht, ob in den Amphoren wirklich richtig was drin ist. Da stand zwar eben plus 6, aber viel kommt da, glaube ich, gar nicht. So. Prima, jetzt kommen wir natürlich rechts rüber. Ah, und Blutkugeln, sehr gut. Ah, da ist ja noch eine. Da können wir sogar, wenn wir die einsammeln, auf die Stacheln zugehen. Oh, sind jetzt schon mehrere gekommen, also, dass ich den Charakter da aufgerüstet habe, das hat schon ein bisschen was gebracht. Wir bekommen jetzt öfter mal Blutkugeln. Ja, und wieder. Ich hoffe auch mal im fortgeschrittenen Level. Ich sag mal, am Anfang ist es ja so, da geht das ja alles noch. Aber wenn ich überlege... Ah, hier meine Lieblingsgegner. Wenn ich überlege, dass ich dann in Kapitel 2 oder 3 bin... Und ich brauche dann Energie und bekomme keine. Ah, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. So. Hey, ich habe 180 zu 180 immer noch. Das hat mich echt gewundert, ey. Den kann man ja ganz gut ausweichen, ne? Genau. Super. So. Ja, das... Ich denke mal... So einen Morgenstern kann man auch schon mal gebrauchen. Ich denke mal, wenn man damit zuhaut, ist das auch nicht verkehrt. Jetzt wird hier aber gemetzelt. Oh, der hätte ich ein bisschen... Aua. Ein bisschen mehr draufhalten sollen. Oh, da geht's schon weiter. Aber wir gucken nochmal. Fortsetzen. Kleine Spende. Ab und zu gibt es denn ja auch nochmal ein bisschen Energie oder einen kleinen Zusatz oder so.
gehen wir erstmal nach unten. So, wir haben 160 von 180. Aber das ist jetzt nicht das schlechteste Ergebnis, was wir haben. Wenn ich überlege, wir sind jetzt hier im Kapitel 2. Das ist das, was ich meinte. Hier müsste ich mehr Blutkugeln bekommen. X. Okay. Ja, die sind ein bisschen heimtückisch hier, die Zahnräder, Sägezähne. Kreissägeblätter, oh Gott. Ich kann nicht mehr sprechen. So. So, das hat ganz gut geklappt. Eine Spende. Oh, sehr gut. Ah, Mann. So, weiter. So, Kapitel 3 haben wir wieder erreicht. Das ist echt faszinierend. Also, das ist schon ganz genial. Okay, 65 zu 180. Also, das war schon mal schlechter. Wie jetzt noch ein paar schöne Blutkugeln bekommen würden oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie das richtig heißt. Das hört sich irgendwie komisch an, ne? Blutkugeln. Ich hatte eben nicht das Gefühl, dass ich jetzt viel Energie bekommen habe vom Boss. Ah, die werden jetzt auch übler, ne? Ich fand die ja vorher, die Insekten vorher schon schrecklich. Die werden jetzt natürlich noch komplizierter. Und vorhin habe ich doch gesagt, es kann ja sein, dass die irgendwann mal schießen. Aber jetzt haben sie ja, sage ich mal, dann diese Zunge, die sie rausstrecken. Die ist natürlich auch ziemlich effektiv. So, was haben wir denn? Ja, goldene Kugeln. Mist, ich hätte mal... mehr auf Energie plädieren sollen. Ja, das. Und man merkt, jetzt kommen keine Blutkugeln. Doch, jetzt. Ah, jetzt. Ja, aber viel war das nicht. War jetzt mal eine Kugel nach lang. Ah, jetzt noch eine. Ja, wenn das weiter so geht, könnten wir es sogar noch schaffen. Aber wir brauchen, wie gesagt, mehr Kugeln. Energie einsammeln können. Ja, hat auch wieder welche bekommen. Oh nee, noch ein Bosskampf. Okay, der geht ja. Sage ich ja immer wieder.
Hier die Plattform ist natürlich auch ganz gut. Konnte man ganz gut ausweichen. Oh, wir haben 84 zu 162 wieder. An Energie, ey. Das ist doch mal nice. Energie verloren, aber auch wieder dazu bekommen. Das scheint doch noch ein bisschen was zu bringen hier. Okay. Oh, nicht schon wieder lachend in die Kreissäge springen, ey. Ach, Mann. Ey. Wie ist das so weit gekommen, ey? Dann müssen wir uns das so nicht gefallen lassen. Wir können es doch auf jeden Fall besser. Oh, 65 haben wir jetzt nur noch. So, hier müsste jetzt kleine Pflanze rauskommen, oder? Nee. Komm. Ja, hier. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir sind jetzt ganz unten. Und können hier aber wieder lang. Sollen sogar da lang, glaube ich. Ja. Müssen nur noch einmal hier lang. Genau, und dann können wir... Ah. Prima. Den nehmen wir aber noch mal mit, oder? So, haben wir uns gekauft, haben wir uns gegönnt. Prima. So, wir haben es geschafft. Wir sind das erste Mal in Kapitel 4. Boah, das ist aber heftig, ey. Das ist schon eine Leistung, muss ich sagen. Ja, dafür kommt gleich wieder ein Bossfight. Was daran so fies ist, ich habe ja nicht mehr so viel Energie. Wenn man dann, sag ich mal, den Level wechselt, und dann kommt gleich ein Bossfight, dann ist das sehr unfair, muss ich sagen. Ja, komm, den packen wir. Jo. Oh, das hat aber Energie gebracht, ey. Wow. Wir haben jetzt hier 113 zu 162 und sind in Kapitel 4 gelandet, ey. Heftig, ey. Wow. Fortsetzen, super. Ah, da waren wir doch gar nicht mehr. Okay. Super, das haben wir jetzt, glaube ich, freigeschaltet. Das können wir das nächste Mal dann auswählen. So. Ah, das ist auch so, dass wir mit der Karte halt wissen, wo wir lang müssen. Es ändert sich nichts. Ah. Okay, das sind jetzt halt mehr... mechanische Gegner. Ausrüsten. Es kann sein, dass sie auch ein bisschen mehr aushalten. Ja, die sind auch nicht ganz ohne. Okay, er sagt aber, wir sollen hier lang. Mist, die haben ja auch Säure dann. Oh, ein übler Gegner. Alter, die sind aber schon heftiger, ey. Da oben hast du
Genau, da hast du sogar noch ein Maschinengewehr und sowas. Ja, okay. Ah ne, da hätte ich auch nicht reinspringen müssen. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, wie das ist. Da auch der Nahkampf teilweise besser ist. Kleine Reparatur. So, ich kann jetzt einmal hier lang und ich kann auch mal da lang. Ah, das ist schon natürlich hier eine ganz andere Hausnummer, ey. Das ist also die Gegner. Da sind mir die organischen Pflanzen und so. Die waren ja schon heftig, aber die finde ich ja noch übler. Und wir kriegen hier wieder keine... Ja, wie soll ich sagen? Wir bekommen hier wieder keine Energie. So, kann es wirklich sein, dass wir es geschafft haben? Achso, alles klar. Das ist quasi so der nächste Level, Kapitel 2. Das ist ja natürlich sehr geil. Bin ich mal gespannt. Ja, heftig, aber... Oh, das hat aber Fähigkeitspunkte immer extra gegeben. Super. So, wir hatten ja hier ist der Held verbessern, das grün. So. Okay, ich dachte, wir hätten das andere sogar nochmal freigeschaltet nach dem grün. Oder muss man das denn einmal durchspielen? Okay. Comic wechseln, okay. Ah, alles klar. Da hätte ich auch mal vorher drauf kommen können. So, auswählen. Comicbuch Fortschritt. Spiel starten. Hä, warum macht er das denn nicht? Auswählen? Nee, halt. Comic wechseln. Auswählen. So, besiege alle drei Hauptbosse der vorherigen Comicbuchs, um den Start des Spiels von diesem Comicbuch freizuschalten. Ah, okay, also das geht noch gar nicht. Das ist ja übel. Das heißt, wir fangen hier nochmal an. Okay, das machen wir jetzt auch mal. So, umwandeln. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir das denn ja auch weiter, also. Sind wir schon ziemlich weit gekommen. Also wenn ich überlege, wie wir angefangen haben. Man hat ja mal das Gefühl, man verbessert sich nicht. Aber haben wir schon ein weiteres Comic freigeschaltet. Jetzt ist natürlich der Reiz da, es wieder zu schaffen, um die anderen beiden Gegner aus dem Game freizuschalten. Und von dem Comic aus dann zu starten. Gar nicht, wie es energietechnisch aussieht. 159 zu 180. Okay, das geht noch. So. Ah. Jetzt müssen wir wieder auf die Karte gucken, sonst haben wir ein Problem.
So, müssen auf jeden Fall nach oben. Schade. Naja, komm. Das kriegen wir auch noch hin. So. Genau. Jetzt hier hoch, ne? Genau. Und jetzt hier rüber. Ja, man wird ein bisschen übermütig, wenn man weitergekommen ist und denkt so, ach, ah, das kriege ich doch alles so hin. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, leichtsinnig hier zu sein. Sondern ein bisschen vorsichtiger, um die Level wieder zu schaffen. Oh, die hatte ich auch noch nicht. Die scheint auch nice zu sein. Auf jeden Fall ziemlich schnell. Alter Falter, ey. Die hat aber Dampf. Ja. Halt. Nee. Gucken wir mal. Vielleicht können wir hier noch was ausrüsten. Ah, mal gut, dass ich es noch gemacht habe. So, Kapitel 2. Das ist schon mal gut. Also Kapitel 2 erreichen wir jetzt immer. So. Ja, das ist dann so mehr so eine Sackgasse. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Und den witzigen Sound, die Waffe, ne? Sieht so ein bisschen an wie ein Maschinengewehr. Die wandeln wir mal um. Die Waffe, die wir jetzt haben, die behalten wir. So. Ah, schade, ich dachte, der schlägt uns hier irgendwie einen Deal vor. So, was haben wir denn hier? Irgendwie nichts gebracht. So. Ja, 149. Könnten. Nee, ach komm, wir lassen das so. So, 30 zu 180. Das ist aber. Also energietechnisch ist das nicht gut. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir hier nach unten kommen. Ja. Okay. Sollen wir ja hier rüber. Was ist denn das? Ah ne, das ist wieder die Quest, die wir nicht wollen. Aber die wir nicht schaffen. Muss man ganz fix von einem Punkt zum anderen laufen. Das öfter mal probiert, aber hat immer nicht hingehauen. So, kommen wir splattern hier nochmal ein bisschen. Ich glaube, wir holen uns erstmal die Kiste. Wir haben nur noch 5 von 190.
glaube, das ist nicht viel. So, jetzt gehen wir hier rüber. Ah, shit. Mann, Mann, Mann. So. Letzte Runde. Letzter Versuch, letzte Runde. Und danach lassen wir es auch erstmal. So. Genau. Mal gucken, ob wir jetzt noch mal ein bisschen weiterkommen. Mist. Vorhin hatte ich das ja auch, dass ich in der letzten Runde irgendwie, wo ich gesagt habe, so, ich höre danach auf, es dann doch noch mal ein bisschen weiter geschafft habe. Vielleicht gibt das noch mal einen kleinen Motivationsschub. Dann gehen wir mal nach rechts rüber. So. Alles klar, so. Naja, jetzt haben wir hier die kleine Truhe. Rüsten wir die mal aus. 156 zu 90. Energietechnisch geht das sogar noch. Ja. Oh, jetzt sogar mal eine Energiekugel freigegeben. Okay. Ah. Los, weg hier, ey. Für die Insekten. Dürfen uns natürlich auch nicht erwischen. Ach, 50 will er haben. Okay. Und vielleicht kriege ich das, wenn ich den hier platt mache, noch zusammen. Ja, jetzt haben wir genau 50. Da unten geht es auch weiter, aber wir holen uns die Kiste hier nochmal. Ja, super. So, auf jeden Fall haben wir es wieder geschafft zu Kapitel 2. So, jetzt hier alles weiß. Oha. Ja, das wird schon... Das haben die schon ganz geschickt gemacht, weil man alles so einfarbig sieht. War die eigentlich schon gehabt? Mann. Oh. Also manchmal verbaue ich mir das hier aber selber. Weil es sind so viele Dinge, ich bräuchte gar nicht so viel Energie zu verlieren, aber... Naja, egal. Gehen wir mal hier weiter. Umwandeln.
So, wir haben 81 zu 190 an Energie und können jetzt in Kapitel 3 wechseln. Ey. Das ist gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. So. Wir noch mal Punkte einsammeln. Ah, ich glaube, wir laufen erstmal. Wir laufen jetzt hier lang. Ah, wir haben sogar Blutkugeln eingesammelt. Komm wieder. So, 91 haben wir. Also kaufen können wir uns da nichts. Zu 190 Energie habe ich natürlich immer im Blick. Ja, wieder keine Kohle. So, 78, ja, wieder ein bisschen Energie dazu bekommen. So. Dann gehen wir mal runter. Wow. Ja, manchmal klappt es ja so einigermaßen, aus dem Gefecht rauszukommen. Wow, Kapitel 3 schon wieder geschafft. Das ist echt genial, muss ich sagen. Oh. Den kenne ich auch noch nicht. Ich habe das Gefühl, das Beste ist wirklich immer Bewegung, ne? Weiß nicht, ob ich den überlebe. Ah, nee, habe ich nicht geschafft. Schade. Okay, Held verbessern. Das können wir noch mal machen. Gewährt mehr Zeit, bis Tinte verschwindet. Das finde ich gar nicht so wichtig. Erhöht die Tintenmenge von Gegnern, die durch eine Granate getötet werden. Was haben wir denn hier? Erhöht die Chance, kritischen Schaden zuzufügen. Okay, prima. Jo, dann würde ich sagen... Ach komm, eine letzte Runde. Spielen wir noch eine allerletzte. Und wenn wir das dann haben... Dann machen wir erstmal Feierabend. So. Oh, hier geht's gleich los. Seelenkanone. Ui, die kenne ich auch noch nicht. Natürlich auch ein bisschen langsam, ne? Immer mit lieber die. Ich bin irgendwie mehr für diese irdischen Waffen, glaube ich. So. Hier habe ich auch wieder gemerkt. Aua, natürlich aufpassen. Hier bin ich von oben gleich runtergesprungen und dann war der Überraschungseffekt da und dann war das gleich gut. So, dann gehen wir mal runter. Was sind das hier eigentlich nochmal? Kombo zu... Okay. Irgendwie nicht so gefruchtet. Okay, prima. Was haben wir denn? 145 zu 180. Das ist eigentlich... Auch für den Anfang gar nicht so gut. Oh.
Haben wir uns aber sehr ungeschickt auch angestellt. Ausrüsten. Okay. Jetzt gucken wir mal, wo wir lang müssen. Also er möchte, dass wir geradeaus nach oben gehen. Hm. Das hat wehgetan. So, das haben wir ganz gut gemacht. 96 von 180. Wir müssen natürlich. Ja. Wir müssen jetzt mal drauf achten, wo wir jetzt überhaupt lang müssen. Wir müssen nämlich hier runter. Hier rüber. Genau, und dann hier nämlich runter. Die hat aber auch ganz gut Dampf, die Waffe hier. So. Kapitel 2 kommt jetzt. Wollen wir mal. Prima, wir haben sogar eine Blutkugel eingesammelt. Und noch eine. So, wir laufen mal hier lang. Da eine Spende. Ja, ist so ein bisschen ärgerlich, dass hier nicht mal irgendwie eine Blutkugel rausfliegt. Aber wenn man sich mal überlegt, wir haben jetzt hier so viel Gegner platt gemacht. Wir bräuchten eigentlich mal ein bisschen mehr Energie. So. Okay, gucken wir mal, ob wir hier noch einen Bonus einsammeln können. Jetzt die Frage. Gehen wir nach unten? Ah, da geht's. Das ist auch der Ausgang. Prima, aber ich würde sagen, das Fragezeichen nehmen wir nochmal mit. Ja. Alles klar, Kapitel 3. Also das schaffen wir jetzt immer wieder. Das ist echt super. Okay, die Waffe geht, ist nicht mal ganz so mein Ding, aber ah, Mist. So, Held verbessern. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt? Einen haben wir noch. Okay, dann gehen wir mal hier darauf. Superkraft. Dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Mal gucken, ob ich morgen noch mal ein bisschen streame. Schauen wir mal. Vielleicht zocke ich das auch einfach mal weiter. Gefällt wahrscheinlich nicht jedem. Ist mal was anderes, sage ich mal. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bis zum... würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. So nicht. Aber wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal dann.